willkommen zurück zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Walk of Books. Ich bin Jenny und heute möchte ich euch Amelie Free, die Spur des Schweigens aus dem Heine Verlag vorstellen. Ich habe das Ganze vom Bloggerportal erhalten. Es geht hier um Julia und Julia ist eine Journalistin. Beziehungsweise die arbeitet eigentlich für so ein Gesundheitsmagazin. Aber bekommt dann so einen Auftrag, der doch ziemlich, ziemlich tricky ist. Und zwar soll sie in einer Art MeToo-Sache, ihr wisst diese MeToo, wo es um sexuelle Belästigung oder Gewalt geht, vor ein paar Jahren ist das ganz groß aufgetaucht, da soll sie etwas recherchieren, ob daran was Wahres dran ist, an diesen ganzen Sachen, an diesem Forschungsinstitut, wo sie letztlich dann hinkommt. Das Problem ist, dass, ja, Julia heißt sie, genau, mit jemandem ins Bett steigt, der eigentlich tatsächlich schuldig wird des Ganzen. Außerdem, nicht nur darin muss Julia sich gerade so ein bisschen messen, beziehungsweise ein bisschen versuchen, wieder reinzufinden in das Ganze. Sie ist auf der Suche nach ihrem Bruder, der vor ein paar Jahren verschwunden ist. Ich glaube, es ist schon eine ganze Weile her, auf jeden Fall. Irgendwie ist die ganze Sache komisch. Also eigentlich glaubt sie, dass der tot ist. Aber ihre Mutter sagt plötzlich, dass er angerufen hätte. Und nach all der langen Zeit beginnt die Journalistin dann doch endlich mal zu recherchieren, was an dieser ganzen Sache dran sein könnte. Auch hier ist die Wahrheit sehr erschreckend und sehr ernüchternd. Was mich an diesem Buch tatsächlich echt irritiert hat. Zum einen, wie die Autorin mit dieser MeToo-Sache umgegangen ist. Nicht cool. Gar nicht cool. Auf der anderen, und dann, wie Julia das mit dem Bruder, dass es so unfassbar lange gedauert hat, ehe sie überhaupt mal dran gedacht hätte, dass da irgendwas falsch sein könnte an dieser ganzen Sache, dass an seinem Verschwinden. Ob er nun tot ist oder nicht, also da will man doch eigentlich Gewissheit haben. Tja, keine Ahnung. Außerdem hat mich echt genervt, dass sich das Buch sowas von in die Länge gezogen hat. So richtig, richtig krass in die Länge gezogen. Und so viele ausgeschmückte Wörter und Seiten, dass alles überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also es war einfach teilweise so unfassbar langweilig. Ich habe dem Ganzen tatsächlich nur 2 Sterne geben können, weil es mich einfach... Julia hat mich genervt. Julia hat mich genervt. Und um Julia geht es nun mal in dieser ganzen Geschichte, ne? Und das ist halt blöd, wenn eine Protagonistin oder wenn der Hauptcharakter einen sowas von auf den Sack geht, Entschuldigung, dass man einfach überhaupt keine Lust mehr hat auf das Buch. Und ich hatte so große Erwartungen an diese ganze Geschichte. Was ist die Wahrheit? Wie hoch ist der Preis des Schweigens? Wer wird ihn bezahlen? Außerdem geht es hier um ein totes Mädchen. Ob Julia die ganze Sache aufklären kann, was passiert, welches Buch geschehen wird, müsst ihr selber erfahren, wenn ihr Bock drauf habt. Die Spur des Schweigens, Amelie Freed aus dem Heine Verlag, habe ich vom Bloggerportal als Rezensionsexemplar erhalten. Ihr Lieben, wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Jenny. Und passt auf euch auf. Und an alle, nein heißt nein.